Hey Herr Hemberger, ihr sucht was, womit ihr unterwegs nageln könnt? Dann haben wir was für euch. Des Weiteren wird immer ein Gürtelclip mitgeliefert, den man anbringen kann. In unserem Falle, ich mache es jetzt hier nicht. Ich will mir den jetzt nicht an den Gürtel hängen, aber ist eine ganz interessante Geschichte, gerade auf dem Bau oder zu Hause, dass ich mir das Ding mal eben kurz an den Gürtel dranhängen kann. Mitgeliefert werden 500 Nägel a 50 mm. Ich versuche das mal in die Kamera reinzuhalten, damit man sieht, wie diese Nägel aussehen. Die sind, da ist die Kamera. Die sind 1 mm dick, haben oben ein circa, das kriege ich nicht ganz eingefangen, haben circa einen 1,5 mm Kopf und sind wie gesagt 50 mm lang. Man kann sie aber auch kaufen in anderen Längen, 25, 35 und so weiter. Wie viele Nägel kann denn der Nagler insgesamt aufnehmen? In seinem Magazin kann er bis zu 100 Nägel aufnehmen. Das Magazin kann ich hier unten einfach mittels Knopfdruck öffnen und dann kann ich das Ganze aufziehen. 100 Stück passen rein. Wir haben hier halt immer 50 Nägel zusammengetackert. Ja, und die setze ich dann letztendlich einfach hier rein, schiebe es bis oben hin, mache das Magazin zu, zack, und fertig geladen ist er. Wenn wir uns das Gerät jetzt mal angucken, wir haben hier oben, nochmal gucken, da ich keinen Akku drin habe, sonst habe ich gleich ein Loch im Finger. Hier oben haben wir die Sicherungsspitze, das heißt also, der löst natürlich nur aus, wenn ich dagegen drücke, wenn ich also das Gerät aufgesetzt habe. Zudem habe ich auf der rechten Seite hier eine, versuche das mal näher anzubringen, habe ich hier eine Arretierung, ein Rädchen, womit ich einstellen kann, wie tief der Nagel verschwinden soll. Ob er jetzt komplett durch die Oberfläche durchgehen soll, also mit dem Kopf letztendlich, ob der verschwindet, oder ob er wirklich bündig oben anliegen soll. Das stelle ich mit dieser Schraube ein. Und dann sieht man das auch, wenn ich das jetzt hier oben drehe. Ich weiß nicht, ob das die Kamera einfängt. Dann verstellt sich vorne die Sicherungsspitze, die Nase sozusagen. So, und dann kann ich das wirklich millimetergenau einstellen, so wie ich das haben möchte. Funktioniert denn der Nagler mit Druck oder mit einer Feder, wie bei den günstigen Modellen? Nein, dieses Gerät funktioniert tatsächlich mit Luftdruck, welcher erzeugt wird. Ich brauche also keinen Kompressor hinzu, sondern mittels des Akkus, wo die Energie rausgezogen wird, wird tatsächlich Druckluft im Gerät produziert. Hier oben steht es auch drin, Press Air, und dann wird der Nagel da tatsächlich reingeschossen und nicht mit einer Feder reingehauen. Und was, wenn ein Nagel mal sich verklemmt oder so? Kann man da nicht irgendwie oben raus? Kommt man da gut dran? Ja, oder? Sehr gut, dass du es ansprichst. Hier oben habe ich tatsächlich eine, auch da versuche ich das alles so kameragerecht wie möglich irgendwie zu halten. Hier oben habe ich eine Arretierung, die ich öffnen kann. Ich mache das mal eben. Zack, das ist ganz schön schwer. Und dann kann ich hier oben diese Öffnung ansehen und sehe dann hier, wenn sich irgendwo ein Nagel verklemmt, kann ich den einfach rausnehmen, wieder zumachen das Ganze. Ist ein Schnellverschluss, wie beim Fahrrad zum Beispiel. Ja, das hört sich ja klasse an. Und dann, zack, ist das Ding wieder einsatzbereit. Was ganz cool ist an diesem Gerät, ist hier unten die Verstellung. Ich kann also entweder einzeln nageln oder mehrfach nageln. Hör auf zu grinsen, ich rede immer noch von dem Fixetto. Das heißt also, wenn ich das auf einfach stelle, dann schieße ich wirklich einen Nagel nach dem anderen. Das heißt also, ich setze an, ich drücke, Nagel kommt raus. Ich setze an, drücke, Nagel kommt raus. Wenn ich das auf Mehrfachschuss stelle, kann ich den Trigger, den Griff drücken und brauche nur noch anzusetzen. Und dann kann ich bis zu 60 Nägel in der Minute rausschießen. Das ist mega cool für auf der Baustelle. Das hört sich gut an. Aber mit einem Akku, wie viele Nägel kann ich so damit da so durchjagen? Also mit dem 4 Ampere Akku, den wir jetzt gleich einsetzen werden, kommst du ca. 1300 Nägel weit. Mhm. A 50 mm. Je kürzer der Nagel, desto höher die Reichweite. Je härter das Holz, desto weniger Reichweite. Kannst du mir noch folgen? Ja, du grinst. Hört sich gut an, aber ich würde sagen, wir müssen mal angucken, das Gerät. Ja, ich denke auch. Also, hört sich ja klasse an. Optisch geil gemacht, handlich. Also man kann den wirklich sehr, sehr gut halten mit dem Griff. Das ist total super. Man merkt auch die Wertigkeit des Produkts.
Hier ist sogar Metallgehäuse drin. Ja, was sollen wir da lange reden? Ein Gimmick, was ich euch noch zeigen wollte, ist, dass ich hier auf der Handfläche habe. Ich weiß jetzt nicht, ob man es sieht. Sieht man die Millimeterangaben hier? Nee, leider nicht. Kann man das sehen? Nein. Das ist auf jeden Fall eine Angabe, wo nochmal eine Skizze von dem Nagel drin ist mit der Millimeterlänge. Das heißt also, ich könnte meine Nägelchen nehmen, wenn ich nicht genau weiß, wie lang die sind, weil die vielleicht auf der Baustelle jemand liegen lassen hat. Dann kann ich die hier tatsächlich dran halten und er sagt mir, ah ja, guck mal, das ist ein 50 mm Nagel. Sehr cool. Besser als eine kahle Fläche. Du guckst so unglaublich. Ja, sind nicht verstanden, aber okay. So, wir befüllen das Ganze jetzt einfach mal. Das heißt also, unten mit dem Knöpfchen machen wir das Ganze auf, das Magazin auf. Wir legen jetzt einfach mal 50 mm Nägelchen nochmal ein. Zack, auf die Schiene, bis nach oben geschoben. Das Ganze dann einmal mit Kraft fixieren. Magazin ist voll. Wir nehmen jetzt hier ein 4 Ampere Akku, 18 Volt, Power Exchange. Es passen auch 2 Ampere rein, 2,5 Ampere, 1,5 Ampere. Je größer die Amperezahl, desto mehr Nägel. Mehr Nägel, ich rutsche. Jetzt habe ich die ganze Kirche gegen mich. Entschuldigung. wir wollen jetzt einfach mal gucken, ob wir das auch gescheit festkriegen. Also, dass es hier durchgeht, das ist ganz normale Spanplatte. Was sind das? 20? 30 mm, ja, 25. Ja, 25, sehr gut geschätzt. Mhm. Junge, Junge, der Mann hat ein Auge. Ich brauche gar nichts großartig anzumachen. Also sobald der Akku eingesetzt ist, ist das Gerät auch schon betriebsbereit. Was man vielleicht auch mal zeigen könnte, ist die LEDs, die wir vorne haben. Und zwar, wenn ich hier einmal auf Power gedrückt habe, beziehungsweise den Schalter betätigt habe. Keine Sorge, Sascha, es passiert nichts, solange ich nicht vorne aufsetze. Dann habe ich hier zwei LEDs, die mir im Zweifelsfall dann auch mal ein bisschen helfen, um in dunklen Stellen oder an dunklen Stellen auch gescheit nageln zu können. Das ist auch schon wieder eine Wortwahl. Muss man auch aufpassen. Ich halte das Ganze jetzt einfach mal an. Ich stelle jetzt auf Einfachschuss. Einfachschuss hier unten mit dem Schalter, hatte ich vorhin, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Hier stelle ich jetzt auf Einfachschuss, da ist ein Nagel abgebildet. Ansonsten Multischuss ist halt mehrere Nägel. Einfachschuss, ansetzen, dann schießt er nicht automatisch los und einmal drücken. Bäm. Durch ist das Ganze. Wenn ich jetzt noch einen zweiten hier hinsetze, müsste ich das eigentlich auch schon festhalten. Und voilà. Ich habe Brett vor Kopf. Funktioniert, hält auch. Ist auch echt stabil, muss ich sagen. Das kriegst du nicht so einfach abgerissen. Das ist gut. So, was kann ich noch machen? Ich kann mittels Arretierung hier einstellen, wie tief dieser Nagel verschwinden soll. Das ist dieses Rädchen hier. Ich habe es jetzt eingestellt, dass der Nagel maximal verschwindet. Das heißt, der ist auch komplett weg. Den sehe ich von oben nicht mehr. Es ist ein tiefes Loch. Nachteil ist, es kann natürlich passieren, dass der Nagel komplett auch durch die Oberfläche durchgeht, gar nichts mehr hält, also wirklich komplett durchgeschossen wird. Dementsprechend kann man das hier oben einstellen. Ich stelle es jetzt mal so ein, dass er maximal rausgucken soll, dann müsste eigentlich oben das Köpfchen noch rausgucken. Und so ist es auch. Ich halte es jetzt mal in die Kamera in der Hoffnung, dass man das sieht. Das musst du mir jetzt sagen, Sascha, sieht man das? Nee, noch ein bisschen runter. Ja, doch, sieht man halbwegs. Ja, da ist der Kopf. So, wenn ich das Ganze jetzt einstelle, jetzt wieder ein bisschen zurück, dass er also mehr reinschieben soll, dann müssten wir doch nahezu bündig sein. Sind wir jetzt noch nicht. Also noch weiter. So. Ob man das jetzt sieht. Das müsste der ganz da hinten sein. Der ist jetzt komplett weg. Ja, das sieht man. Super. Ja. Also, was heißt ganz weg? Der ist jetzt wirklich bündig. Hier merke ich nichts mehr. Ja, und so kann man dann wirklich sehr, sehr präzise das Ganze einstellen an diesem Gerät. Was wir jetzt auch noch machen können, ist Multischuss. Lass uns mal Multischießen. Dann nehme ich jetzt einfach mal dieses hier. Multischießen. Merkt man, dass ich Ego-Shooter spiele? Gefährlich. So, ich stelle diesen Knopf hier unten auf Multischuss. Das heißt also die Abbildung mit den mehreren Nägeln. Jetzt brauche ich letztendlich nur noch den Trigger drücken und sobald ich aufsetze, schießt er. Und das bis zu 60 Mal die Minute. Ich gehe jetzt einfach mal dran her. Schon ganz schön schnell. Kannst du auch so schnell nageln.
Diese ganzen Wortwitze, das geht den ganzen Tag schon so. Den ganzen Tag schon so. Sascha, lass uns gleich mal in den Keller, lass uns mal eine Runde nageln. So, wir probieren das Ganze jetzt mal mit einer 40 mm Holzlatte, Fichtenholzlatte. Und gucken mal, wie weit der Nagel durchgeht. Ich hoffe, man sieht alles auf der Kamera. Was auch schön ist, man kann von außen immer sehen, wie viele Nägel noch da sind. Also man hat eine Füllstandsanzeige. Man sieht also relativ schnell, wird jetzt knapp oder sind noch genügend Nägel drin. Ja, das war der Fixetto von Einhell, niegelnagelneu, Akku, Nagler, 50 mm Nägel maximal, natürlich von 15 bis 50 mm. Power Exchange Familie, 18 Volt, preislich irgendwo aktuell, ne, je nachdem wann das Video angeguckt wird, aktuell ca. 170 Euro. Und für 170 Euro bekomme ich wirklich ein sehr, sehr leistungsstarkes, gut verarbeitetes Gerät, womit ich schon einiges bewegen kann. Ich denke jetzt gerade so als normaler Heimwerker zu Hause Fußleisten anbringen zum Beispiel. Ja, hast du schon mal Fußleisten mit einem Nagel angebracht? Hast du schon mal gehämmert, Sascha? Ja, das dauert ewig. Genau, hiermit kannst du wirklich 100 Stück, bam, 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 dran her, trinkst dir lieber drei Flaschen Bier und hast die gleiche Zeit verbraucht. Ansonsten natürlich auch als Profi Dachdecker, Dachlatten irgendwo anbringen etc. Genau dafür ist dieses Gerät. Ganz wichtig, bei den neuen Einhell-Geräten, wie dem Fixetto jetzt, gibt es bei Registrierung auf der Einhell-Seite 3 Jahre Garantie. Auf die Akkus, wenn ihr Akkus kauft, 2 Jahre Garantie. Natürlich alles Garantieverlängerung. Standard ist 1 Jahr Akku, 2 Jahre Gerät. Mit Verlängerung auf der Seite 3 Jahre Gerät, 2 Jahre Akku. Geil. Ja, wenn euch das Video geholfen hat, wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch. Abo dalassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Mal gucken, was wir dann nageln. Ihr seid ja immer noch da und das ist auch gut so, denn alle, die jetzt dran geblieben sind, die haben die Chance, dieses Gerät, was wir jetzt hier vorgeführt haben, mit Saschas Unterschrift, nein, kann er auch machen, er guckt schon wieder ganz komisch, das könnt ihr gewinnen. Ich möchte es nicht einpacken, wir haben es jetzt auch einmal gebraucht, dementsprechend verlosen wir das Ganze. Wie das funktioniert, schreibt einfach unten in den Kommentaren, warum gerade ihr diesen Akkunagler Fixetto von Einhell gewinnen möchtet. Bitte keine Doppelpostings und beachtet die YouTube-Community-Regeln. Ganz, ganz wichtig. YouTube ist natürlich davon ausgenommen. Das heißt, die haben damit nichts zu tun. Das ist unser Gewinnspiel. So, mehr im Disclaimer. Ich lege das so lange hinten ins Regal rein. Wie lange lassen wir das überhaupt jetzt laufen? Ich sag mal, also machen wir Stichtag 10. Mai? Das hört sich gut an. Ja, bis zum 10. Mai läuft das Gewinnspiel und dann losen wir das Ganze aus. Ich wünsche euch noch alles Gute. Tschüss.